Hallihallo und herzlich willkommen zu Cube World Guys 2. Diesmal nicht, wie ich angekündigt habe, Biome Multiplayer, sondern Charaktere und Wichtiges, ganz genau. Und da starten wir gleich mal. Ich möchte das hier so kurz wie möglich halten, weil ich kenne das ja selbst, wenn man da so ein Let's Play, Let's Guide oder sowas schaut und dann geht das 20 Minuten lang und dann die Typen labern und an sich eigentlich nichts Sinnvolles. So, hier erstmal zu meinen Charakteren. Hier mein Hauptcharakter mit Level 50, hier noch ein anderer Charakter mit Level 24 und hier mein Let's Play Charakter mit Level 7. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal rein bei mir im Let's Play. Müsste, wenn das jetzt rauskommt, Folge 3 oder 2 vielleicht sein. 2 oder 3, mal schauen. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, man kann sich hier unendlich viele Charaktere, soweit denke ich zumindest, ich habe es noch nicht ausprobiert, wie viel man machen kann. Ich mache erstmal einen neuen Charakter, so. Jetzt kann man hier so rüberzoomen, mit der linken Maustaste kann man hier so rumzoomen, mit der rechten kann man nichts machen, mit der mittleren auch nicht, okay. Man kann nur rüberzoomen. So, jetzt kann man hier unten zum Beispiel den Namen eingeben, das machen wir mal erst zum Schluss, denn erst einmal wählen wir uns den Charakter aus. Man kann da wählen zwischen den Human, den Elf, den Dwarf, dem Orc, den Goblin, dem Lizard, den Undead, dem Frogman. Und das war's. Dann kann man natürlich zu jedem, also das ist Mensch, Elf, Zwerg, Ork, Goblin, Echsenähnliches Wesen und den Untoten. Was weiß ich. Dann kann man. Dann kann man dann immer noch wählen, ob das männlich oder weiblich sein soll. Oh, Frogiline. Humaniline, oh mein Gott. Was ist das? Gobline. So, ich nehme jetzt einfach mal den Frogman, weil ich ja noch nie hatte. Und ich nehme da natürlich einen männlichen. Und dann kann man hier wählen. Entweder man spielt den Krieger, man spielt den Bogenschützen, man spielt den Magier oder man spielt den Assassinen. Ob Rouge jetzt mit Assassinen gleichzusetzen ist, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, weil Assassine heißt der Assassine. Aber was genau Rouge jetzt bedeuten soll, ich nehme einfach an, das ist eine Art Nahkämpfer oder sowas. Oder Ninja, was weiß ich. Nee, den ist auch gleich übersetzt. Dann kann man sich hier das Gesicht aussuchen. Ah, das nehme ich. Das da. Das nehme ich. Er lacht. Und dann kann man sich hier noch Haare aus. Ja, Haare vor allen Dingen. Oh. Ja. Doch. Ja. Den nehme ich. Das gefällt mir. Und dann nehme ich Braun. Obwohl der keine Haare hat, aber okay. Und wir nennen ihn. Der Name ist gar nicht geklaut oder so. Nee, nee, nee. So, jetzt sieht man hier, habe ich verschiedene Welten. Hier habe ich schon fast 3000 Quadratkilometer erforscht. Hier, das ist die Let's Play-Welt und ich kann jetzt einfach eine neue Welt schaffen. Und kann natürlich mit jedem Charakter, den ich habe, in jede Welt reinstarten. Dazu hat man dann noch den Multiplayer. Den erkläre ich allerdings erst in einer anderen Let's Show. Und jetzt gehen wir mal in eine neue Welt rein. Da können wir jetzt irgendwelche Nummern eingeben. Je nachdem, wie die Nummer heißt, generiert sich halt die Welt. Und man kann diese Welt dann ansteuern und anderen Leuten geben und die haben dann dieselbe Welt. Dann gibt man den Namen jetzt mal Guide Welt. So. Create eine New World. Dann müssen wir ganz kurz warten. Und dann sind wir hier und starten in einer neuen Welt. Juhu, das haben wir geschafft. Ja, Lands of Kuron. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Welt baut sich gerade auf. Und dann geht es weiter mit dies einmal wirklich Biome und Multiplayer. Bis dahin, tschüss.